Also wir haben 76 Mitarbeiter, verarbeiten ca. 150.000 Tonnen Schrott und 15.000 Tonnen Pumpmetalle. Die Firma wurde gegründet 1938, damals noch als Handel mit Rohprodukten, wobei der Schwerpunkt bei der Kohle war. Es hat sich dann im Laufe der Zeit immer mehr Richtung Schrott verlagert, nachdem in der Umgebung einmal drei kleine Gießereien waren und die Föß daneben ist. Die größte Herausforderung ist sicherlich, immer am Stand der Technik zu bleiben, weil sich die Rahmenbedingungen, wie eingangs gesagt, massiv ändern und permanent ein Anpassungsbedarf gegeben ist. Mittlerweile haben wir die vierte Schrottschere, weiters haben wir noch dazu gekauft, in E-Sortierung, beide Maschinen erneuert. Es steht jetzt hier auf diesem Standort eine Schrottschere, eine Ettercut 1034 und die Schredanlage ist ein Bauerzertirator mit 1250 PS. Damals noch Lindemann, heute Mezzo. Das war immer so der Mercedes unter den Schrottaufbereitungsmaschinen. Wie eingangs gesagt, die Qualität der Maschinen, es werden die wesentlichen Teile in Deutschland hergestellt, damit eine gewisse Genauigkeit natürlich verbunden ist. Die Leistung der Maschinen, die Langlebigkeit der Maschinen und nicht zum Schluss das gute Service, das da geboten wird. Die positiven Erinnerungen sind dann eigentlich immer größere Schadensfälle und wir haben einen großen Schadensfall gehabt beim vorherigen Schredder. Im Zuge einer Explosion, bedingt durch eine Gasanlage, ist fast der ganze Schredder zerstört worden und durch den hohen Einsatz unserer Firma und eurer Firma ist es gelungen, dass die Anlage in 6 Wochen wieder in Betrieb war. Es hat sich mittlerweile da ein sehr gutes Verhältnis aufgebaut, das schon fast ein bisschen amikal ist mittlerweile. Das ist sehr toll, weil wenn nur der Mann ist, genügt der Telefonanruf und es ist jemand vor Ort. Und ich hoffe, dass die Zusammenarbeit noch länger andauern wird.